Das ist Teil 2, Leute. Falls ihr Teil 1 noch nicht gesehen habt, checkt es ab, der ist nämlich schon online. Dann wisst ihr, was schon passiert ist. Hier geht's einfach weiter, deswegen nehmen wir euch direkt mit, ohne viel zu labern und so. Es gibt viel zu sehen. Es ist sehr, sehr geil. Drück mal hier drauf, oder? Wir sind so Kinder, wir sind so Kinder. Wow. Ich bin gerade ein bisschen aufgeregt, weil wir jetzt reingehen. Jetzt Harry nach Hause. Wie geht's aber Harry besuchen? Lieber im Jungshaus, ne Schatz? Ich seh's schon. Leute, diesen Brief hat auch Horner bekommen. Den habe auch ich bekommen. Wie geil ist das? Tutti, das ist dein Lieblingsteil. Das ist mein Lieblingsteil. Wo die alte Dame da wegfliegt. Guck mal bitte, wie krass die dargestellt haben. Guck mal, da fliegt sie weg und der ist so umgefallen. Ja, aber die haben ihr Gesicht halt auch reingemacht. Das ist krass, ja. Und auch draußen sah es ja auch so aus. Ja, guck mal, auch ihre Finger und so. Tutti, du musst ziehen. 3, 2, 1. Finger an seinem Mund, dann beißt er ihn, dann macht er so. Tour geht weiter, ich dachte, das wäre das Ende. Ich dachte auch, guck mal, ich dachte schon, der Hogwarts Express wäre das Ende, weil die Musik, die da ablief, ne, das wird immer bei den Filmen als Ende benutzt. Ich so, Tutti, ich will hier nicht rausgehen, weil das ist ja schon das Ende. Ich habe einen Abschiedstalk gemacht, wieso? Es war eigentlich ganz schön. Es war schön. Gut, es hätte ein bisschen länger sein können. Wir kommen raus, wie so, wow, wow, wow. Aber das hätte man sich denken können, wir sind so dumm. Ich wusste doch, dass es dieses Haus gibt von Tom Felton. Yeah, he wrote me. Er hat geschrieben, er ist ein Baby. Hab da was organisiert. Die sehen voll gut aus. Wir haben uns ein paar Burger geholt und machen jetzt eine kleine Pause. Lass den hier einfach nehmen, hier direkt im Eingang. Burger schaut so aus. Boah, voll gut. Von 10 Punkten geht schon eine 7. Der ist voll gut. Der Welt, aber schmeckt voll gut. 8 von 10. Okay. Wir haben jetzt fertig gegessen. Sind sehr, sehr satt. Haben noch Bilder auf Instagram gepostet. Also checkt Instagram ab. Like die Bilder, kommentiert es. Oh mein Gott, das ist ja Lupi. Das ist Lupi. Guck mal, so war das gemacht. Da war eine Person drin und der Kopf war da. Alter, bewegt sich. Oh mein Gott. Dumbledore. Und Hermine, ich liebe dich. Ich wollte als Kind immer wie Hermine aussehen. Ihr weißt doch, wir sind zu Friseur gegangen. Ja. Ich habe gesagt, ich will Haare wie Hermine. Was ist das jetzt? JT Family, hola. Abonniert. Hola. Hey, Leute, es hat aufgehört. Das hat aufgehört. Du hast geschenkt. Bruder, wegen dir habe ich heute geholt. Oh, hier ist sogar, als er gestorben ist. Siehst du das? Ey, ich heule dann wieder, ne? Tutti. Wirklich, im Film. Wo Dobby gestorben ist, da habe ich so geheult. Ich heul bei der Stelle, wo er heult. Horner heult bei der Stelle, wo Ding steht. Cedric, immer. Wegen der Reaktion vom Vater. Ganz schlimm. Das hier sind Testralen, Leute. Ich kenne nur Leute, die den Tod gesehen haben. Also Harry und Luna Lovegood zum Beispiel. Das ist Hornschwanz. Das ist der, gegen den Harry gekämpft hat. Oh mein Gott, da ist die Spinne. Stell dir mal vor, Spinnen werden so groß, gell? Ey, ich glaube, wir Menschen würden sie dann reiten. Tutti, was? Wenn so eine Spinne in deine Wohnung kommt, als ob du dann so machst. Mit dem Glas. An die Wand. Kannst du nicht. Die nimmt dich mit Glas. Raus aus der Wohnung. Das war, glaube ich, kurz vor seiner Hinrichtung. Kann das sein? Ja. Kann das sein? Oh mein Gott. Das ist die Gringotts Bank. Nein. Das ist die Bank, Tutti. Das ist die Bank aus dem Film, oder? Wie geil sieht das aus? Das sieht so krank aus. Und die Decke. Wow. Die Mitarbeiter! Guck mal, hier ist das ganze Gold. Hier wird das ganze Gold von jedem gestaut. Die Gringotts Bank, Leute, ist die größte Bank. Hier staut jeder sein Geld, sein Gold, sein alles einfach, sein Leben. Man denkt, sein also hier wird wirklich Welt. Sein Erstgeborenes wird hier auch gestaut. Hanna, ich spiele das jetzt mal nach. Hermine war als Bellatrix getarnt, ja? Genau. Also die hatte viel Saft dran getrunken, da sah sie aus wie sie. Hat sie gesagt, ich möchte in mein Verlies eingelassen werden. Und er sagt, Einmal ID-Check, wo ist ihr Passwort? Ist Harry hier hingegangen, hat gesagt? Imperio, da kannst du die Kontrolle übernehmen. Das heißt, wenn du sagst, spring, der springt, ohne nachzudenken. Ja. Der kann dich nicht mehr kontrollieren. Und dann hat er die reingelassen. Dann sind die da runtergegangen. Und da unten ist die Bank. Ja! Das ist ganze Gold. Man denkt, das ist wirklich so passiert. Weil ist auch wirklich so passiert. Ich habe auch eben schon zu Hannah gesagt, es sieht so wirklich so aus, als wäre das alles echt. Und es wird so nachgebaut. Also wie bei den Dinosauriern oder so. Ja, genau. So, das hat es wirklich mal gegeben. Thank you.
happened? Guck mal. Nee, das ist jetzt die Winkelgasse. Wir warten die ganze Zeit auf die Winkelgasse. Ich sag's schon die ganze Zeit, wann kommt die Winkelgasse? Wann kommt die Winkelgasse? Die Winkelgasse, Leute, ist der Ort, wo Zauberer ihre Sachen kaufen. Ollivanders, hier kann man die Zauberstäbe holen. Ja. Ollivanders. Das ist so geil. Ey, würde man am Weg was shoppen können, weil ich hätte es jetzt direkt gemacht. Hier holt man seine Haustiere, also die Eulen. Guck mal, wie cool. Oh, schön. Richtig schön. Richtig ich hätte schön. Die in der Mitte genommen. Die hättest du genommen? Nee, Spaß. Ich hab die kleine. Die sieht aus wie Lumi. Das sieht echt aus wie Lumi. Guck mal, hier ist der Laden von Fred und George, also von den Weasley-Zwillingen. Der Süßigkeitenladen. Da sind nur Süßigkeiten drin. Das war die allerbeste. Ja, und so Quatschartikel halt, ne? Boah, Leute, ihr müsst wirklich Harry Potter geschaut haben, um das hier alles zu verstehen. Oder wenn jemand nach dem Video, wo er das alles gesehen hat, immer noch sagt, dass Harry Potter scheiße ist. Der hat halt keine Ahnung vom Leben. Das ist jetzt echt krass. Wow. Wie kommen die drauf? Ich wäre niemals auf alles gekommen, auch wenn es im Film ist. Wie gesagt, bau nicht nach, zu lang. Komm, scheiß drauf. Gar keine Musik drüber zu machen. Hier ist schon die perfekte das Musik. Das ist so krass. Ich komme nicht klar. Wir haben sogar eben so schöne Bilder gemacht. Wir fragen immer Leute so, could you take a picture of us? Und ja. So. Und sagen, yeah, of course. Ja, die sind hier alle sowieso richtig Zeig lieb. Mal die Bilder, die sind so süß. Oder check sie einfach auf Insta. So was. Richtig süß. Zeig mal Winkelgasse. Oh, sind wir putzig. Draußen waren übrigens. Ja, das ist die Brücke. Weil das hier ist ganz Hogwarts. Hier ist ja Hogwarts, das sind die ganzen Schüler. Und die Bösen, also diese Todesser, sage ich jetzt mal, die sind dann von hier, wollten das Schloss stürmen. Also wurde das hier gesprengt. Bam, das ist alles nach unten gegangen. Und dann konnte niemand mehr rüber ins Schloss. Das habe ich echt gut erklärt. Gut erklärt. Leute so, oh mein Gott. Und? Ist dem Schloss was passiert? Ja, Motherfucker ist voll viel gestorben. Aber der Bruder von Ron ist gestorben. Ja, wie nichts ist passiert. Oh mein Gott. Zum Glück habe ich vorhin keine geholt. Es gibt hier so schönes vorgestellt. Oh, er wollte einen Zauberstab holen. Aber ich so, warte, warte. Und darauf hat Hanna gewartet. Die Kuisen, Dutzende. Das wolltest du doch haben. Ja. Also so ein Zauberstab. Oh, hier geht's ja weiter. Alter. Hier sind so viele. Ich weiß auch gar nicht, was ich nehmen soll. Ich auch nicht. Wer sind diese ganzen? Das haben wir doch gewollt. Wir wollten diesen einladen, halt wie im Film. Ja. Wo man dann so, sich so quasi einen aussucht. Ach, das ist alles nur so ausgestellt. Man kann die nicht rausholen. Echt jetzt? Ich hab so ein Kissen hier. Patrick, so erzähl Dokumentation. Das ist sicher. Geh mal weg. Jetzt kommt Beauty Shots von Tutti. Hier kann man jetzt welche kaufen. Ich hab doch gesagt, man kann wirklich welche kaufen. Hier! Ach, hier cool! Oh mein Gott! Okay. Das ist von einem Todesser. Richtig geil. Welche willst du haben, Hanna? Auf jeden Fall kein von einem Todesser. Guck hier, Draco Malfoy. Ich glaube, das sind alles Todesser. Wir müssen zu den guten Leuten. Da, blaues, glaube ich. Ja, blau ist ganz viele gute Menschen, glaube ich. Hanna, wir dürfen nicht vergessen, noch was für die Family zu holen. Irgendwas. Hermine? Nein, Hermine ist so langweilig. McGonagall willst du, gell? Nee, Sirius Black. Hier ist Sirius Black. Zeig Wie mal. Gefällt er dir? Der wird dir aber gut stehen. Take it. Der ist gut, aber der hat nicht dieses... Ich will einen, der so außergewöhnlich aussieht. Okay. Wir haben jetzt hier übernachtet bei Harry Potter, ne? Ja, nicht sehr lange. Vier Wochen waren wir jetzt hier. Hanna hat sich entschieden. Na, fast. Also fast. Das hier ist von Ron Weasley. Finde ich sehr geil. Passt zu Hanna. Aber ich habe einen gefunden, der war aber sehr dunkel. Ja. Ah, den hier von Ginny Weasley. Hanna so, passt der zu mir? Der ist so dunkel. Ja, das ist Ginny. Ich finde Ginny Weasley eigentlich so schön. Ja, aber der passt eher zu mir. Ja, der passt eher, glaube ich, zu Tutti. Ja, du brauchst was Freundlicheres. Das hier ist George, Leute. Das ist George Weasley. Ich finde, der passt so gut zu Hanna. Was sagt ihr? Also, das sind die Zwillingsbrüder. Du nimmst Fred und ich nehme George. Ey, bitte, das wäre so cool. Da gibt's doch Zwillinge. Nein. Der passt sogar zu mir. Gefällt der dir überhaupt? Ein
eigentlich nicht. Nein, gell? Nein. Ich wusste, Tutti gefällt ihm nicht. Nein, der gefällt mir nicht so. Ich würde einen dunklen nehmen von Sirius Black oder Snape. So. Schreibt es in die Kommentare jetzt, Ron. Nein, der sitzt besser, Digga. Der sitzt besser. Ich finde den auch optisch richtig geil. Ja, ich finde den auch besser. Besser als der hier. Ich glaube, es wird George. Okay. Ich glaube, es wird George. Ah! So süß. Ey, wer ist Schokolade, hätte ich schon aufgefressen. Und die Verpackung. Tutti, wirklich. Das holst du dir. Das ist so geil. Tutti, das ist deine Welt. Ja. Langsam durchschaue ich das Ganze. Das ist wirklich ein Milliarden-Business. Das Scheißkleid von Hermine, den machen die auch zum Verkauf. Voll am Wiedersäuger. Safe 80 vor uns, gell? Das hab ich doch. Ja, das hast du. Das hab ich. Das hab ich. Tutti, das hole ich für dich. Buchhalter, wird eure Dobby. Das ist geil. Das ist echt geil. Das ist cool. Wir haben uns entschieden. Also Honna hat ja den Zauberstab. Ich nehme George Weasleys Zauberstab. Danke nochmal an dich, Blick. Nein, nein. Wir haben das hier, diesen Schokoladenfrosch. Ja. Für unsere Mom. Der Altbekannte. Die ist eh so ein Schokofreak. Das für unseren Bruder. Ja. Für Vatern. Das für Vatern. Unseren kleinen Kummer. Das leuchtet sogar. Das ist ja der Feuerkelch. Voll cool. Sein Zimmer wird gerade renoviert und es wird so grau-weiß gemacht. Und das dann kommt passt das. Voll gut. Und ich, ihr wisst, ich bin so einer, der plant gern, organisiert. Deswegen habe ich das jetzt genommen. Gefällt euch das? Ein Hogwarts-Buch. Das ist echt sehr schön. Oder das andere. Kannst du das mal holen? Ja. Das ist da drüben. Oder das ist das hier. Ja, oder das hier. Slytherin. Das ist ein Silber. Oder ich weiß es nicht. Eigentlich gefällt mir Slytherin ein bisschen besser. Aber das Ding ist halt, ich will nicht so zugeben, dass ich jetzt dazu gehöre. Tutti, du bist ein Slytherin. Das ist doch schön. Nein, das ist nicht schön. Das ist doch, das ist auch ein ganz normaler Ding. Das ist ganz normal. Das ist auch schön. Okay, Tutti, nimm Slytherin. Das steht dir. Das passt zu dir. Oh Mann, ey. Kasse. Der neue Umhang muss dann auch von Slytherin sein. Ah, ja. Oh, wow. Dann, sorry, aber Leute, das ist meine Farbe. Das steht dir so gut. Perfekt. Thank you very much. Ich habe eine extra Tüte zu dir. Was ist eine extra Tüte? Für meinen Harry Potter Stab. Oh, geil. Boah, das ist so ein einfacher Mensch. Du holst den Stab. Sie ist der glücklichste Mensch der Welt. Boah, sieht das gut aus. Die sehen gut aus, ne? Wir haben einfach Cappuccino hier. Ich habe das doch drüber gemacht. Ich wollte es ästhetisch machen, aber es sieht nicht so geil aus. Ne? Ach, das sieht voll schön aus. Kakao. Ich habe den Deckel nicht aufbekommen. Tutti hat noch so ein Lotus Cake genommen. Oh, der sieht sehr geil aus. Und ich habe Rainbow. Mann, ich bin wirklich das Kind in unserer Beziehung. Komm, gell? Und unsere Aussicht heute ist grandios. Wie viel haben wir jetzt? Mal gucken, wie lange wir nämlich jetzt hier sind, weil meine Beine ziehen. Meine Beine ziehen. Ja, man sieht's. Wir haben 19:14 Uhr und wir sind um 10.30 Uhr reingekommen. Also, warte, das rechnen wir an fast 9 Stunden. Fast 9 Stunden. Nonstop am Laufen, ne? Ja. Wir saßen nur kurz, haben was gegessen, aber sonst nur am Laufen. Das ist krass. Wir gehen jetzt nach Hause und hier liken, kommentieren, abonnieren, damit ihr Teil der Date Family werdet. Und ich würde sagen, der Drache macht mal das Outro. Super, danke. Danke dir, perfekt.